Ein flauschiges Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Orwell. Wir versuchen immer noch herauszufinden, wer den Anschlag auf das Freedom Memorial verübt hat. Und unsere Hauptverdächtige, da bisher einzige Verdächtige, ist Cassandra Watergate. Hier sehen wir gerade das neueste Bildchen. Ich würde aber wieder zu den blauen zurückwechseln. Wir haben im Reader wieder neue Lesezeichen. Und ich glaube, das letzte, was wir uns angesehen hatten, komplett, war die Watergate Pharmaceutical. Also war Watergate Pharmaceuticals. Das Pharmaunternehmen der Eltern von Cassandra, wo sie früher einmal COO gewesen ist, hat dann allerdings ihren Job gekündigt, um Künstlerin zu werden. Was wir jetzt lesen, sind erstmal die neuen Headlines, die es gibt. The leading newspaper of the nation, fast, precise, honest. Also die führende Zeitung von The Nation, unserem Staat, schnell, präzise, ehrlich. Crime rate continues to drop, also die Kriminalitätsrate sinkt weiterhin. Bonton, the Ministry of Security has presented latest numbers on crime statistics in the country. Never before have there been so few violent crimes. Also das Ministerium für Sicherheit hat festgestellt, dass die Kriminalitätsrate so niedrig ist wie noch nie. Außerdem hätten wir Bomb of Liberates Freedom Memorial and Kills 3. Das müsste das sein, was wir schon gelesen haben, glaube ich. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass wir das schon haben. Wir haben nur die Crime Rate Continues to Drop. Das haben wir noch nicht. Das oben hatten wir schon. Delacroix gave a press conference early this morning. Also unsere liebe Ministerin heißt Delacroix. Und sie war bei einer Pressekonferenz. Das Ergebnis davon werden wir hier sehr wahrscheinlich gleich lesen können. Bonton. On Tuesday morning, the Ministry of Security published new crime statistics report for the preceding year. According to the report, the number of recorded criminal offenses decreased by 4.8% in comparison to last year. The crime rates have been continuously declining over the past several years as a direct result of the implementation of the safety bill. Wir hatten also im letzten Jahr, wir haben eine Verringerung der Kriminalitätszahlen um 4,8% im letzten Jahr. Allerdings ist schon seit Jahren festgestellt, dass die Zahlen immer weiter sinken. Was man der Safety Bill zuschreibt, da haben wir hier einen kleinen Link, den wir gleich anklicken können, aber erst natürlich, wenn wir den Artikel zu Ende gelesen haben. Secretary of Security Catherine Delacroix appeared very pleased by these numbers and declared this development an outstanding result of successful safety policy. When confronted with the recent assault in Bonton, she once again admitted the ambitious goals of the government have not yet been accomplished. She further mentioned that activists are currently being established, which will have a considerable impact preventing further incidents. Activities are currently being established. Als man sie also darauf angesprochen hat, Delacroix ist sehr zufrieden mit diesen Zahlen, und als man sie eben darauf angesprochen hat, auf diesen Anschlag auf das Freedom Memorial, hat sie nochmal darauf hingewiesen, dass die Ziele, die man verfolgt, noch nicht erreicht wurden und aber momentan Aktivitäten, also es werden momentan Dinge unternommen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Wir können hier einmal die Safety Bill anklicken. Da haben wir also eine Website, die wir aufgesucht haben, wo es Positions People, the Party, das wird wohl ihre politische Party sein, is elected in government. Das war hier im Jahre 2009. Wir schreiben hier dann... Nein, wir haben ja das Jahr 2017, da oben steht es hier. Aber im Jahre 2011 wurde die Safety Bill erlassen. Und man sieht hier, die Crime Rates sinken. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wirklich das alles so stimmt. Ich lerne mal dazu, haben wir Quellen zu diesem Schaubild. Ich sehe hier keine Quellen, und wir haben eine Sache mal gelernt, alle, denke ich. Vertraue nur dem Schaubild, das du selbst gefälscht hast. Und Schaubilder, die keine Quellen angeben, denen ist nie so ganz zu trauen. Die einzige Quelle, die wir hier haben, sind hübsche Linien und Ereignisse, wie eben, dass die politische Party, gewählt wurde, oder eben, dass diese Safety Bill erlassen worden ist. Our principles put into action. The Safety Bill. Crimes per 100.000. Also, für jeden
Für jeden 100.000. Bewohner sieht man hier eben die Crime Rate, aber gut. The Safety Bill is a collection of safety-centered laws and statutes created with the ultimate goal to protect the freedom of the nation's citizens. Also bei der Safety Bill handelt es sich um eine Sammlung von verschiedenen Statuten und Gesetzen, wo es um die Sicherheit geht, damit die Freiheit und der Schutz der Bewohner von The Nation gewährleistet werden kann. Central of the Safety Bill is the simplified, sped up process of taking investigative measures against criminal suspects and their prosecution, as well as the provision of an increased budget for safety related expenses. Das Ziel ist also, dass Verdächtige möglichst schnell untersucht werden können und dass man mehr Geld für die Ausgaben der Sicherheit zur Verfügung hat. The Safety Bill also paved the way for strict regulations concerning immigration and general travel into or transiting through the nation. It also became mandatory to inform employees whenever an applicant or employee is an ex-convict or otherwise regarded potentially dangerous. Außerdem bringt die Safety Bill strengere Regulationen mit sich, wenn es um Immigration geht oder allgemein auch nur die Durchreise durch The Nation. Außerdem sorgt sie dafür, dass es unabdingbar ist, dass man dem Arbeitgeber, dass er erfährt, wenn jemand früher etwas, also ein Verbrechen begangen hat oder sonst irgendwie als potenziell gefährlich eingestuft wird. Since the Safety Bill has come into effect in 2011, the total number of acts of crime and terrorism committed have been decreasing continuously and the trend is ongoing to date. Also seit ihrer Einführung wurden es immer weniger Verbrechen und der Trend hält an. The Purge's Peacekeeping Mission. Purge's. Ich glaube, das hatten wir schon mal. The terrorist incident of 2008 was a terrible consequence of the premature retreat of our troops from Purges, a region torn by civil unrest for years, by the order of the previous government. To fix our predecessor's mistakes, the party, when elected in 2009, immediately made preparations to send our highly reliable soldiers back to safeguard the region for the good of the inhabitants of both countries alike. Also man... Die Party hat also im Jahre 2009, ein Jahr nachdem eigentlich die Truppen zurückgerufen wurden, wieder nach Purges ihre Soldaten geschickt. Ich glaube, das war das, was wir gelesen haben mit Triflith oder so. After the Purges peacekeeping mission had been signed in 2011, our troops were sent off to the neighboring country to perform tasks including die dorthin geschickten, also in die vom Bürgerkrieg zerrütteten Regionen geschickten Soldaten hatten die folgenden Aufgaben: The distribution of aid packages containing food in addition to health and hygiene products to the mostly impoverished population. Impoverished. Also sie sollten Hilfspakete an die Ärmsten der Bevölkerung verteilen, die Essen enthalten haben, Nahrungsmittel, aber auch Hygieneartikel und Medikamente. The rebuilding of infrastructure, particularly hospitals and schools. Sie sollten sich auch um den Wiederaufbau einer gewissen Infrastruktur in der zerrütteten Region kümmern, insbesondere Hospitale und Schulen. Upholding the law and public order alongside the removal of war relics such as anti-personal mines or unexploded bombshells. Sie sollten sich außerdem um die Einhaltung der öffentlichen Ordnung und der Gesetze kümmern und außerdem Überbleibsel des Krieges entfernen, wie zum Beispiel Minen, die nicht hochgegangen sind, oder eben Bomben. Training local police and military forces, außerdem die Ausbildung der lokalen Polizei und der Militärkräfte übernehmen. Due to recent stabilization in the Purges, we have been able to reduce the number of stationed forces while leaving the overall goals of the peacekeeping mission intact. Da es in Purges inzwischen etwas ruhiger zugegangen ist, weil sich die Lage eben stabilisiert hat, konnte man einige der Soldaten der Peacekeeping Mission, also der Friedenserhaltungsmission, wieder abziehen und die Ziele werden dennoch weiter verfolgt und es kann vorangehen. Das sind aber erst die Projects. Wir haben hier noch Positions, People und Participate.
positions, our five pillars for a great nation, also unsere fünf Säulen für eine großartige Nation. Safety and security. We firmly believe in strict safety regulations and mechanisms to prevent the life and well-being of every individual. Also die Party glaubt daran, dass es strenge Regeln und strenge Regeln benötigt, um eben das Wohlergehen aller zu sichern. Economy and commerce. A strong economy equals a strong society. This is why we strive for constant healthy growth. Sie möchten wirtschaftliches Wachstum herbeiführen, weil sie der Meinung sind, dass eine starke Wirtschaft auch mit einer starken allgemeinen Gesellschaft einhergeht. Values and tradition. Our cultural origins as well as the significance of family and communal life must be cherished. Das kulturelle Erbe, die kulturellen Wurzeln müssen eben geschätzt und hochgeachtet werden. Und es geht auch um Familie und den Zusammenhalt in der Kommune. Migration and foreign affairs. Gating immigration from and intervening in foreign countries is a necessity to uphold law and order in our own. Gating immigration. Ich nehme mal stark an, dass es bedeutet, dass man Immigration bewusst kontrolliert und sich eben auch so ein wenig in andere Länder einmischt, vermutlich mit dem Ziel, wie zum Beispiel bei Pirates, damit nicht dort die Krisen ins eigene Land schwappen. Education and health. Rock solid education and healthcare systems are the foundations of a great future. Also Ausbildung und ein gutes Gesundheitssystem sind die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft. People, da müsste unsere Delacroix vermutlich irgendwann vorgestellt werden. Leaders of the Nation, Robert Blaine, der Prime Minister. Entschuldigung. Prime Minister Blaine, as much remarkably visionary as unmatched leader, is a member of the party in the first generation. When the surprising death of the previous leader of the party, Mrs. Goddard, left behind a power vacuum, it was the young Robert Blaine who stepped up and was elected as the new head anonymously. Just as in the exemplary case, Mr. Blaine would take initiative against whenever possible and is sure not to relent until the party's ambitious goals have been achieved. Er ist also der inzwischen vierte, also seit vier Generationen gibt es die Party. Miss Goddard ist, als sie verstorben ist, hat sie sozusagen ein Machtvakuum hinterlassen und der damals noch junge Robert Blaine hat es dann in die Hand genommen, hat die Führungsrolle, das klang jetzt nicht gut, übernommen und sorgt da seitdem halt dafür, dass die Party ihre ambitionierten Ziele weiter verfolgt. Arthur Scott Gallagher, Secretary of Economy and Trade, also er kümmert sich um die Wirtschaft und den Handel. Mr. Gallagher, one of the most seasoned members of the party, is in charge of the Ministry of Economy and Trades. As such, he is directly responsible for reduced tax levels for big and medium-sized corporations, as well as the resulting decline of the unemployment rate. Der gute Mr. Gallagher sorgt also für niedrigere Steuern und hat damit dafür gesorgt, dass große und mittelgroße Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen und dass daher die Arbeitslosenrate sinkt. Er ist eines der ältesten Mitglieder von der Party. Und hier haben Sie Catherine Delacroix, Secretary of Security. The Ministry of Security dedicated to the purpose of improving the nation's safety on the interior was formed directly after the election in 2009, just as originally purposed by Catherine Delacroix. Ms. Delacroix was subsequently granted the position of the first Secretary of Security. She is best known for the inception of the Safety Bill, elevating security standards in the country to a new level. Unsere gute Ms. Delacroix ist also persönlich für die Safety Bill verantwortlich, die schon in 2009 erlassen wurde. Nein, nachdem sie 2009 gewählt wurde. Ich glaube, den Rest haben wir verstanden. Sie kümmert sich eben um die Sicherheit. Dann hatten wir noch... Es tut mir jetzt aber echt schrecklich leid. Dann hätten wir noch Peter Faulkner. The Commander-in-Chief of the Nation's Forces does not tire to stress the importance of stability in the nation's neighboring countries. To that end, Mr. Faulkner created the Pirates Peacekeeping Mission, which played a key role in the prevention of terrorist
activity occurring on the nation's soil. Er ist der Secretary of Defense, also der Verteidigungsminister, und er ist es auch, der immer wieder betont, wie wichtig es für the Nation ist, dass eben auch in umliegenden Ländern Frieden herrscht, Sicherheit, Stabilität, denn sonst könnten einfach zu schnell terroristische Angriffe auf dem Boden von the Nation stattfinden. So, das waren jetzt People Projects, das müsste einfach nur das eine gewesen sein, was wir gelesen haben. Und dann haben wir Participate. Become a part of the party. There are many ways in which you can contribute to the nation's success. Becoming involved with the party is a huge one. If you are willing to give your all for a brighter future of the nation and consequently all of the world, come and join us. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, aber wenn man ein aktiver Teil der Party werden möchte, dann kann man so für eine strahlende Zukunft für the Nation und damit auch für die ganze Welt sorgen. Und zwar könnte man sich folgendermaßen beteiligen. Donate, also spenden. The party is always grateful for donations of any amount. Your gift will directly help the party to continue its course to build a stable, safe and positively conservative nation. Sie sind also immer dankbar für Spenden in jedweder Höhe. Und das Geld wird direkt dazu genutzt, eine stabile, sichere und positive, aber auch konservative Nation aufzubauen. Volunteer, also Freiwillige. Support a local group of volunteers to get in touch with the nation's leader and champion the topics that matter the most to you and your family. Man kann sich also einer Gruppe Freiwilliger anschließen, um so speziell bei sich vor Ort an den Themen beteiligt zu sein, die für einen persönlich und die eigene Familie am wichtigsten sind. Become a member. Being a member of the party is a life-altering calling, as you will represent the party in political matters on a communal or national level. Get in touch and apply to us. Ein Mitglied der Partei zu werden, bedeutet dann, dass man sie eben repräsentiert, sowohl auf kommunaler oder eventuell auch auf nationaler Ebene. Join the army of the nation. The party is a big promoter of direct service to the homeland. If you think you have it in you to defeat the freedom of the nation in foreign countries and help stabilize them, get enlisted now. Man kann also auch der Armee beitreten und so the party direkt unterstützen. Wenn man denkt, dass man das Zeug dazu hat, dann soll man sich melden. Und das war's dann auch schon hiermit. Oh, da oben hat sich also ein neues Thema geöffnet. Jetzt fehlt uns noch Headlines, hätten wir damit abgeschlossen. Da gab es, ich glaube, das hatten wir schon. Jawohl. Damit gibt es hier nichts Neues. Was wir jetzt noch lesen ist Procedure Closing Racist Manipulation Suspicions. Also es tut mir jetzt leid, wir haben jetzt sehr viel gelesen, was mehr Hintergrundinformationen liefert, aber nicht direkt uns bei Cassandra Watergate weiterhilft. Das macht aber, finde ich, gar nichts. Denn wir müssen ja auch verstehen, wie The Nation funktioniert. The Nation ist ja weder Amerika, noch ist es Deutschland oder sonst irgendwas. The Nation ist ein komplett fiktiver Staat mit einer eigenen Einstellung. Ich meine, wir haben, ich glaube, nicht sowas wie die Safety Bill. Wir gehen anders mit Immigranten um, als eben diese Gesellschaft es hier tut. Also, hier. Procedure Closing Racist Manipulation Suspicions. Orwell informs me you just encountered conflicted data chunks. Also Orwell hat Symes darüber informiert, dass wir gerade Datenklötze gefunden haben, die sich gegenseitig so ein bisschen widersprechen. Whenever the content of two data chunks are at the odds with one another, those will be shown as conflicted. Also immer wenn sie nicht zusammenpassen, werden sie als conflicted dargestellt. When you extract one of the data chunks containing a conflict, the other one will become invalid immediately. Also sollten wir einen der beiden sich gegenseitig im Weg stehenden, sich gegenseitig widersprechenden Datenblöcke übermitteln, wird der andere automatisch unbrauchbar gemacht. I'd highly recommend that you clarify the context of the conflict before you proceed. No, this is your decision. Once the information has been parsed, there is no way to reverse your choice. Das heißt, sollten wir uns einmal für etwas entschieden haben, können wir es nicht mehr rückgängig machen. Sollten wir also, hier jetzt einfach mal ein Beispiel. Sollten wir da zwei Aussagen haben, dass an dem einen Tag die Sonne schien und eine andere Quelle sagt, es hat geregnet. Wenn wir dann einmal gesagt haben, ja, da hat die Sonne geschienen, dann können wir nicht mehr es rückgängig machen und plötzlich sagen, oh Moment, es hat doch geregnet. Selbst wenn wir erfahren würden, dass wir die falschen Informationen übermittelt haben.
So, jetzt aber. Investigation to the malicious injury of a police officer has been dropped due to lack of evidence. Speculated that the accused's parents manipulated the trial. Also die, wir wissen ja, Cassandra hat einen Polizisten angegriffen, ihn niedergeschlagen, daraufhin wurde er bewusstlos. Sie hat sich allerdings auch ohne Gegenwehr festnehmen lassen. Die Ermittlungen wurden jetzt eingestellt. Zum einen heißt es, da Beweise fehlen, zum anderen wird vermutet, dass ihre Eltern etwas damit zu tun haben und das Ganze eben manipuliert haben. Triumphant, a suspect's lawyer, criminal attorney Joseph Langley. The suspect's lawyer. Also das hier ist unser Verteidiger. Joseph, ich würde jetzt gerne etwas probieren, ob wir nämlich hier einfach Joseph Langley. Können wir aber, glaube ich, nicht. Nee. Das ist schade, denn hier hätten wir ein Bild von Joseph, aber das geht leider nicht. Wir kümmern uns gerade nur um Cassandra. Finde ich gerade etwas schade. Hier sehen wir schon die Data-Chunks, die sich gegenseitig widersprechen. Das ist sehr schön aufgeführt. Man sieht also, es ist sehr schwer zu übersehen. Also wir können nicht aus Versehen etwas übermitteln, was sich dann hinterher als conflicting herausstellt, also als widersprüchlich. Mal sehen, wie das in Zukunft sein wird. Bonten, the case that has been the center of media attention for the last month, has finally come to an end. Cassandra W. has acquitted of the alleged assault against a police officer before the trial took place, with the case being closed due to lack of evidence yesterday. However, the case might be reopened should new evidence be discovered. Also die Medien waren natürlich absolut auf diesen Fall fokussiert, allerdings wurde er am gestrigen Tage geschlossen, weil eben genug Beweise fehlen. Er könnte allerdings auch jederzeit wieder geöffnet werden, sollten neue Beweise gefunden werden. The suspect's lawyer, Joseph Langley, pictured above, welcomed this outcome. At no point has there even been any valid evidence that my client was guilty. At no point at all. That revert, a defense attorney commented during a post-trial press gathering. The defense successfully brought video evidence depicting... Es tut mir so leid, wenn ich mich verlese. The incident in question, which eventually turned the tide of the proceedings. Also Joseph Langley hat deutlich gemacht, dass es zu keinem Zeitpunkt Beweise gab, also irgendwelche stichhaltigen Beweise, dass Cassandra etwas mit dem Angriff zu tun hat. Hat es auch in einer Pressekonferenz nach der Verhandlung nochmal deutlich gesagt. Und außerdem ein Video vorgelegt, welches dann letztlich dazu geführt hat, dass der Fall eben erstmal geschlossen wurde. Meanwhile, the relatives of the victims expressed their disappointment on hearing the results of the lawsuit. They openly voiced their concerns that the wealthy family of the accused might have influenced the outcome in her favor. The victim, a father of two young sons, was rushed to the hospital after the incident in mid-July, where he is still in an induced coma, unresponsive to treatment. Also Verwandte des Opfers, also unseres Polizisten, sind enttäuscht darüber, dass der Fall erstmal geschlossen wurde, denn sie vermuten, dass eben Cassandras Familie etwas damit zu tun hat und beschuldigen sie, Einfluss auf die Verhandlung genommen zu haben, um eben ihre Tochter frei zu bekommen. Das Opfer, wir erfahren ja auch etwas mehr über ihn, er ist der Vater von zwei jungen Söhnen. Er wurde damals ins Krankenhaus gebracht. Das war in der Mitte Juli. Und jetzt ist er noch immer in einem künstlich herbeigeführten Koma und spricht nicht auf Behandlung an. Was wir jetzt tun können ist, ihr seht schon, wir haben hier nichts Neues. Cassandra's Port. Hier haben wir immer noch, wir könnten jetzt hier ihre Angaben zu ihrer Adresse noch auswerten. Deswegen sehen wir hier noch diese kleinen Striche. Hier auch, da drin sind also noch Informationen. Wir können uns jetzt aussuchen, was wir persönlich glauben. Ob es tatsächlich nicht genug Beweise gab oder ob es in ihrer Familie lag. Ich würde ja sagen, dass es nicht genug Beweise gegeben hat. Das hier ist nämlich reine Spekulation von den zugegeben und nachvollziehbarerweise enttäuschten Verwandten des Opfers, die natürlich versuchen, den Schuldigen zu finden. Aber wenn man leider selbst involviert ist, dann ist es sehr, sehr einfach, dass man einen Schuldigen sich rauspickt und sich dann auf den versteift. Deswegen würde ich sagen,
Case closed due to the lack of evidence. Und das übermitteln wir jetzt mal. Upload complete. This is what I figured. A pity that the CCTV feed did not actually help. Also es hatte sich schon gedacht und es ist schade, dass dieser Feed uns nicht geholfen hat. Maybe it will today. Vielleicht wird es uns heute weiterhelfen. Currently, I'm thinking that our Miss Watergate underwent quite a radical change. Don't you agree? Yes, also Sims ist der Meinung... Ich übersetze es mal anders. Also im Moment denke ich, dass unsere Miss Watergate eine ziemlich radikale Veränderung durchgemacht hat. Findest du nicht... Stimmst du? Würdest du mir da nicht zustimmen? Let's find out what happened in between these two lives of hers and what may have caused this radical shift. Finden wir heraus, was zwischen ihren beiden so verschiedenen Leben stattgefunden hat und was diese Veränderung herbeigeführt haben könnte. Dazu gehen wir wieder hierhin. Und wir haben Timelines. Ich nehme an, das ist sowas ähnliches wie Facebook. Und wir schauen uns hier die von Cassandra an. Da erfahren wir auch noch einiges über sie. Hier sind mehr Bilder. Sehr schön. Ich scroll einfach mal kurz nach unten. March, der 1. März. Januar. Oh, wir sehen schon, hier werden viele Sachen markiert. Ich würde das, glaube ich, einfach mal von unten nach oben lesen, damit wir es auch in der richtigen Reihenfolge haben. Aber erstmal Status. You're invited to tea inside the rabbit hole. Also du bist zum Tee eingeladen im Kaninchenbau. Cassandra Watergate, Pop Artist and Freethinker, also Künstlerin und Freidenkerin. Birth. Sie ist also am 13. September 92 geboren worden. Das können wir übermitteln. Sehr schön. Und sie ist an Kunst, Musik und Aktivismus interessiert. Auch das übertragen wir mal. Art, Music, Activism? What a lineup. Ich glaube, das muss ich nicht so sagen. Sie interessiert sich für The Targets, für die Malerei, Alice im Wunderland. Oh, wie schön, da haben wir ja schon mal was gemeinsam. Ihr wisst vielleicht, dass ich nebenher Alice Madness Returns spiele. Und My Cat Kikiko. Und Katzen habe ich ja auch. Und wie gesagt, damit es jetzt etwas... Ja, damit wir nicht ständig umdenken müssen, fangen wir jetzt einfach mal von unten an. Das beginnt hier am... Ist doch so, oder? Ja, das müsste stimmen. Das beginnt also am 12. April 2016 um 6.36 Uhr abends. Oh la la, oui, oui, no. Oh la la, ja, ja, nein. Having an amazing shopping tour with my married best friend of all times. But you really should consider paying a visit to your hairstylist soon, darling. Also sie hat gerade sehr viel Spaß mit Mary, ihrer besten Freundin, der sie empfiehlt, doch mal wieder zum Friseur zu gehen. Daraufhin schreibt Mary, well, that is what happens when you do my hair. Nun, das passiert, wenn du mir die Haare machst. Also scheinbar hat Cassandra ihrer besten Freundin einen Haarschnitt verpasst und ist selbst nicht ganz glücklich gewesen mit dem Ergebnis. Cassandra Watergate posted am 28. Juni, ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr hören. 28. Juni 2016, 4.14 Uhr abends. Also 16.14 Uhr. Just discovered this hot new band, Targets. Man, do they rock hard. They're playing concert in the cell next week. Who's coming along? Mary, I'm looking at you. Sie hat also gerade die neue Band, The Targets, entdeckt, die verdammt gut sind, wie sie findet, und nächste Woche ein Konzert geben und sie möchte gerne, dass Mary sie begleitet. Mary antwortet darauf, Punks, not really my style. Sorry, Cass, can't we just go see Cherry Cheek sometimes? Mary ist nicht ganz so für Punks und möchte sich lieber Cherry Cheeks ansehen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber wird vermutlich nicht ganz wichtig sein. They're just some Punks. Their lead singer is a real cutie and they have this cool guitarist girl. Plus they've got a message. What's not like? Also sie sind nicht alle Punks, nur einige davon. Der Leadsänger ist richtig süß, wie Cassandra findet. Und es gibt eine sehr coole Gitarristin. Außerdem machen sie nicht einfach nur... Mindless Music, nein, sie haben eine Message zu vermitteln. Also was kann man daran nicht mögen? No, sorry, it's not for me. Ist also nicht Marys Fall. Ah, alright, you're the one missing out. I'll have them all for myself. Und Cassandra beschließt einfach, ich werde hingehen, dann habe ich sie halt ganz für mich. Oh, hier ploppen Sachen auf. Und was für ein langes Ding. Ah, Cassandra Watergate changed her profile picture. Sie hat also am 6. Juli um 8 Uhr abends etwa ihr Profilbild geändert. Das war, Moment, 6. Juli, ich muss mal gerade gucken. Juni. Playing a concert. Ah, es könnte also sein, dass das direkt nach dem Konzert stattgefunden hat. Das würde in etwa passen.
Ich musste gerade gucken, Moment. Und da steht's ja auch. The concert was amazing, so amazing, that I just had to give my hair a little makeover. So without further ado, how do you like it? Also aufgrund des Konzertes hat sie sich die Haare gefärbt und fragt, sie findet es amazing und fragt gerade, wie andere es finden. Mary daraufhin, oh my god, what happened to your beautiful hair? Why didn't you ask me before going to a stylist? We could have gone together. Mary ist also offensichtlich nicht begeistert. Sie fragt, was Cassandra mit ihrem wunderschönen Haar gemacht hat und warum sie nicht vorher gefragt hat, was sie machen sollten. Sie hätten zusammen hingehen können. Jake Clefton, den kennen wir bisher noch nicht, schreibt, ooh, Cassie's gone punk. Did Mommy and Daddy agree with that? Oh, Cassie wird punkig. Sind Mami und Papi damit einverstanden? Daraufhin Juliet Carrington, noch ein neuer Name. Looks nice, that's a whole new you. You'll also need a new name then. What about Casarthus? Also, sie findet es cool und schlägt einen neuen Namen vor, wie Casarthus. That's clever, me like. Cassandra findet es clever. Ich nehme an von Katharsis und statt Katharsis eben Casarthus. So henceforth Cassandra shall be known to the world as Catharsis. Hier können wir also einen neuen Nicknamen eintragen, ein Pseudonym für sie. Das tun wir doch auch gleich. An alias name. You know people on the web. So many names, so many identities. Ah, ein Spitzname. Du kennst Leute im Netz. So viele Namen, so viele Identitäten. It's always good to record every alias, when we can match data chunks to target persons whenever they are using them. Also wenn wir die ganzen alternativen Spitznamen finden, dann können wir sie natürlich auch eindeutig den Personen zuordnen. Wobei ich hier an der Stelle natürlich bemerken möchte, jeder kann natürlich diese Namen eventuell auch anderweitig verwenden. Aber gut. Harrison schreibt dann, That's the spirit, kiddo. Now I'd like to invite you to our little activist group, if you want to join us. Would be nice to have you with us for the protest on the Freedom Plaza on Friday. Wir erinnern uns, im Juli war das. Das heißt, das muss kurz vor dem damaligen Zwischenfall mit den Polizisten gewesen sein. Harrison und Donald hat sie also zu einer Gruppe von Aktivisten eingeladen, um eben beim Freedom Plaza zu protestieren am Freitag. An activist group? Is there anything more specific? Symes bittet uns also, mehr über diese Gruppe herauszufinden. Ich glaube, hier ist das nämlich Marry My Best Friend. Das ist also gleich, wir gucken mal hier hoch. Cassandra Watergate am 9. August. Case closed. Das war wohl, nachdem der Fall dann geschlossen wurde auf Mangel von Beweisen. Congratulations, I've never had any doubts about it. Mary hat also immer an unsere Unschuld geglaubt. Harrison O'Donnell, kiddo, you're my heroine. In both the heroic and the drug way. 1,000 cams on the plaza, but no proof. We've shown the world this dirty surveillance machinery only exists to intimidate and to mislead the people into believing false promises. Cams for safety? One big lie. Also, Kindchen, du bist meine Heldin. Und die ist ja Heroin, das ist... Er meint es dann also sowohl im Sinne von meine Heldin als auch meine Droge, mein Heroin. 1,000 Kameras auf dem ganzen Platz, aber kein Beweis. Wir zeigen der Welt, wie schlecht das Ganze funktioniert. Es ist nur darum, uns einzuschüchtern und damit die Leute falschen Versprechen glauben, also dass es jetzt sicherer wäre. Kameras für die Sicherheit, eine einzige große Lüge. Juliet, wow, I'm so happy for you. I knew everything would be okay in the end. Shall we have an awesome Cassandra Freedom Party on Friday? Juliet hat also auch immer schon an unsere Unschuld geglaubt oder zumindest, dass wir wieder freikommen und schlägt uns vor, eine kleine Party am Freitag zu schmeißen. Daraufhin sagt unsere liebe Kathy, Thank you guys, I'm so happy, I'm sure you heard the load fall off my mind. At Harrison, yeah, I will totally write an article on our blog. And Juliet, of course, I am so in. Also sie ist sehr dankbar und freut sich natürlich und meint, ihr habt bestimmt die Last gehört, wie die Last von ihren Schultern gefallen ist. Sie möchte außerdem einen Artikel für den Blog von Harrison schreiben oder für die Aktivistengruppe von Harrison und ist dabei bei der Party am Freitag. Das ist der Artikel, den wir gelesen haben. Am 10. August, the Beholder actually wrote about me being freaking redeemed of this shit. But surprise, surprise, they had to mention the speculations over my parents buying me out. Makes the click count go boom, doesn't it? Also sie behauptet,
einfach mal, dass der Beholder das Ganze mit dem, mit den Aussagen, dass ihre Eltern dahinter stecken könnten, das Ganze als Clickbait eingebaut hat, weil da nichts dran ist. Daraufhin, Mary, at least you're redeemed now. Wanna blow off steam together with a little late night shopping tour? Also Mary fragt eben, ob sie ein bisschen zur Feier ihrer, also dass der Fall geschlossen wurde, shoppen gehen wollen. Cassandra antwortet Mary, not today, I have a date this evening, Herzchen. Cassandra lehnt ab, denn sie hat ein Date an diesem Abend und oh, who's the lucky one? Mary weiß noch nicht wer, ich nehme mal an, es ist der Verteidiger. Würde Sinn machen. Als nächstes haben wir auch am 22. August, also fast zwei Wochen später, Cassandra is in a relationship with Joseph Langley, not a member. Das können wir jetzt übertragen. Das haben wir ja schon nach dem Chat im Listener, oder gibt's auch einen neuen, haben wir das ja auch schon erfahren gehabt. Oder uns denken können. Jetzt wissen wir es sicher. With a lawyer, might be noteworthy. Mit ihrem Anwalt, das könnte ein Blick wert sein. Und wir haben es auch bald geschafft. Wir haben hier nämlich eine Mitteilung dann vom... Ja, oh, da hat sie dann lange, lange nichts geschrieben. Wir wissen hier schon, oder haben es schon gesehen, hier am August 2016 und jetzt erst wieder Januar 2017. Despised puppets of the state, you have finally managed to destroy us entirely. There is nothing left to doubt to do but to congratulate you. These are my personal wishes for you from the deepest abyss of my heart. Fuck all of you government lakais. Most painfully, Cassandra. Wir können hier also etwas eintragen, und zwar, was ist das? Opposes the government vehemently, also dass sie dem der Regierung sehr, sehr feindlich gegenübersteht zurzeit. Ich denke, auch das können wir eintragen. Well, well, Miss Watergate, we aren't too fond of you either. Also er meint, nun, nun, Miss Watergate, wir sind auch nicht allzu glücklich mit Ihnen. Daraufhin schrieb Mary, Sweet, what is the matter? That totally doesn't sound like you. We haven't hung out for ages. You gotta get out from time to time, you'd feel much better. Also, Süße, was ist los mit dir? Das klingt überhaupt nicht nach ihr. Also nach dir. Wir haben uns schon ewig nicht mehr getroffen. Wir sollten in nächster Zeit mal was zusammen unternehmen. Daraufhin Cassandra, Mary, just shut your freaking mouth, okay? I'm not in the mood for your stupid act. I told you again and again, I cannot deal with this right now. Hier haben wir die conflicting data chunks, also die sich widersprechenden Aussagen, denn früher waren sie beste Freunde und jetzt beschimpft sie so ein bisschen. Das heißt, die Freundschaft könnte entweder noch bestehen oder sie könnte kaputt sein. Wir wissen leider nicht, was passiert ist, deswegen lasse ich diese Informationen unangetastet. Daraufhin Mary, okay, you know what? I'm really sorry that I still care about my best friend, no matter how often she decides to give me the cold shoulder, but in that case, that's in the past now. Und Mary sagt, weißt du was, wenn du mir die kalte Schulter zeigst, sind wir jetzt geschiedene Leute. Mal gucken, wie wahr das ist. Cassandra Watergate hat dann vom Januar springen wir zum 1. März. Woohoo! First day in freedom, far away from the shackles of Watergate Pharma. Da hat sie also ihren Job gekündigt. Daraufhin Jake Clefton, what, who's gonna pay for your stuff now? Mommy and Daddy won't like this. Meinte, was, wer zahlt jetzt deinen Kram? Mommy und Daddy wird das nicht gefallen. Daraufhin Cassandra, listen Jake, I'm not daddy's little girl anymore. My art already got me a lot of money, more than enough to pay my bills. Don't you worry about me. Sie meint einfach nur, weißt du was, mach dir keine Sorgen darüber, ich bin nicht mehr daddy's kleines Mädchen, daddy's kleiner Liebling. Meine Bilder haben mir schon mehr als genug Geld eingebracht und ich kann meine eigenen Rechnungen zahlen. Das wäre also ihre Timeline hier. Jetzt sehen wir haben hier noch Informationen drin. Hier die ausgegrauten. Aber da ich jetzt auch schon viel, viel länger mache, als ich eigentlich wollte, hören wir jetzt an dieser Stelle auch auf. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid, wenn wir dann uns dem Listener zuwenden, also sprich wieder einen privaten Chat belauschen. Bis dahin, bleibt sauber, passt auf, was ihr im Internet postet, denn es ist für immer dort in der Regel. Und macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Lieben. Bye, bye!